Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Scum. Ich freue mich natürlich wie immer, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, ein wenig Arbeit liegt heute vor uns mit unserer lieben Steffi. Denn ja, wir wollen aus der Garage ins, ja, luxuriöse Strandhaus ziehen. Genau, dort haben wir ja schon ein bisschen was gebastelt, also Spinde und Platz geschaffen. Es fehlt noch ein Bett auf jeden Fall, aber ansonsten ist da alles schon, ja, eingerichtet, nenne ich es mal ganz grob. Denn Steffi will sich logistisch ein wenig verbessern in einen Schrottschrank sozusagen und dann einen repariert Verkaufsschrank und so hier auf diesem Server stinke reich werden. Ja, gut. Das ist der Plan der heutigen Folge. Mal gucken, wie viel Zeit uns bleibt. Vielleicht finden wir noch ein bisschen Loot. Ich gehe aber trotzdem noch erstmal auf den Top-Kommentaren des Tages ein. Das erste ist von Diffie Hellmann. Wer baut da am Strand eine Villa zum Sonnen und Segeln? Es ist der Tim, der nicht kennt seine eigenen Serverregeln. Ein schöner Reim. Ein Bauverbot von den Admins in der Stadt im Süden der Insel. Den Bürgermeister sieht's und bekommt dabei ein Blutgerinnsel. Okay, jetzt habe ich den Reim irgendwie kaputt gemacht. Aber Steffi ist vom Bauverbot natürlich ausgeschlossen, um Gottes Willen. Sie macht ja die Serverwerbung, ne? Sozusagen. Also Steffi darf, oder weil Steffi übertreibt ja auch nicht, ne? Nur so ein kleines Stück. Gut, aber Steffi darf auf jeden Fall bauen. Außer, vielleicht hat er das Haus auch entfernt. Wer weiß, ich weiß es nicht. Okay, das zweite Top-Kommentar ist von Benjamin Werner. Er schreibt: Hey Tim, hab noch eine kleine Anmerkung für dich. Du vergisst leider immer, die Kasse zu looten in den Läden. Dort liegt manchmal echt viel Kohle drin. So als Tipp, liebe Grüße, Benny. Benny, alles klar. Ich gucke oft auf den Kassen, aber gucke wahrscheinlich nicht auf den richtigen Punkt. Da denke ich immer, dass ich looten kann, nicht looten kann. Gut, macht aber nichts. Auf jeden Fall Kassen looten nicht vergessen. Und ich habe einen Kommentar noch bekommen, dass ich in der Treppe bauen soll. Dann könnte ich vielleicht mit dem Moped in der Wohnung fahren. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Weil dann da drinnen immer zu drehen und zu wenden und sowas, das wird wahrscheinlich, das wird mich wahrscheinlich wahnsinnig machen. Na, ich war noch nicht am Strandhaus. Ich war gerade kurz am Server, hab ein bisschen heller gemacht, damit wir nicht gleich in der tiefsten, dunklen Stockfinsterheit beginnen. Boah, was für ein Satz. Und hoffe, dass wir ein wenig Glück haben heute mit der Zeit. Ne, was haben wir denn alles noch? Wir haben noch diesen Baseballschläger, ne? Ach ja, den habe ich schon in Reparatur gegeben. Dann haben wir eine Machete und wir haben im Motorrad schon Kram drinne, den wir eigentlich rüberbringen könnten als allererstes direkt, ne? So, loote mal meine eigene Hütte erstmal. Eine Kerze, die immer ganz komisch aussieht. Das ist auch wie so eine Lampe, ja. Ein Motorradhelm sich direkt da liegen. Ne? Der könnte natürlich ein Wertgegenstand darstellen. Ich habe eine gute Laune, ich weiß nicht warum. Setz mal auf da, dann haben wir den schon mal mit. Und hier ist natürlich dann so ein Kram drin. Gut, Masten und sowas sind ja hier anfangs relativ viel wert gewesen. Ich fixiere mich jetzt nicht so dolle auf die Masken. Wir müssen uns erstmal prügeln. Oh nein. Ich hänge. Ich hänge in der Luft. Hilfe! Das löse ich meistens auf. Das ist zu unfair. Ich werde schlecht. Da. Ah! Das ist so ein dummblöder Fehler. Erstmal Action zum Start hier. Treffe ich dich nicht? Gucken, ob sie eine Dekade. Oh, das ist schon down. Wow, so eine Action. Oh, ich hätte nicht so einen grünen Pulli anziehen sollen. Gut, dann kam doch die Frage, was es mit den Augen auf sich hat. Die Augen kann man zum Craften benutzen. Das war mal ein Halloween-Event. Also, wer da Fragen hat, ne, 10 Augen, ein Gummi und ein Lumpen. Ist eine Maske. Wie gesagt, die kann man dann auch selber. Hat sich sogar einer geholt, die Karte. Ist ja cool. Da freue ich mich. Das ist aber kacke jetzt mit den Fahnen hier, ne? Das muss jetzt aber klappen. Ah, hier bin ich abgesessen. Das war das Problem. Und verletzt bin ich auch. Da spritzt Blut aus meinem Körper. Gut, der hat aber diesmal einen ordentlichen Vorbau bekommen, die Steffi. So, guter Parkplatz. So, in der Hand und im Inventar habe ich nicht mehr viel Platz. Aber wir gucken, was wir schon mitschleppen können, damit wir nicht doppelt und dreifache Wege haben. In der Hand kann ich nichts nehmen. Wir können einen Revolver mitnehmen.
Bisschen Munition. Fast alles. Und das war's auch schon. Platz. Ne? Also es ist wirklich ein Mini-Umzug. Steffi hat echt noch nicht viel erreicht. Wirklich nicht viel erreicht. Fahren. Gut, dass der Zombie gerade nicht schlagen konnte, ey. Echt mal Glück gehabt. Hör mich leise, ich fahre auf Post. Oh, die Rettung ist schon wieder unterwegs. Hier wird schon wieder fleißig gelootet. Da bin ich mal gespannt. Ah, ist noch eine grüne Wand und mein Haus steht auch noch. Seht ihr, Timmy hat natürlich Sonderrechte hier. Ein bisschen Angst hatte ich schon. Ach nee, ich muss das Motorrad bis zum Dings bringen. Mann, da kommt schon wieder ein Zombie. Ich hab so leise wegen dem Briefträger. So, mal gucken, ob ich Hilfe gekriegt habe. Das ist wahrscheinlich peinlich. Ist wahrscheinlich nichts drin. Boah! Ihr seid meine Helden. Alter Schwede, ey. Da, was habe ich denn erwartet? Und hier ist noch eine Kiste mit noch mehr Material. Das ist die Kiste. Die konnten sie wahrscheinlich gar nicht... Hä? Kiste gegen Kiste? Warte mal. Okay, ich kann wahrscheinlich 90 Garagen jetzt bauen. Praktisch. Ja, ich liebe es. Ich liebe diese Community. Ich brauche die Tür nicht zumachen. Wie gesagt, hier fehlt noch ein Bett drin. Aber irgendwie will ich das gar nicht so als Wohnung haben, ne? Das ist so hier mein Reparierenschrank. Verkaufen, reparieren. Da ist auch schon ein bisschen Gedöns drin. Machete, Brecheisen. Also hier kann eigentlich alles rein, ne? Was ich reparieren will. Der Revolver, den hatten wir zweimal. Wir können den mit einem zerlegen und einen besseren rausmachen. Ein Waffenrack gibt ja auch, darf ich nicht vergessen. Axt ist eigentlich nicht zu reparieren. Ne? Einfach, tu sie mal mit rein. Ja, den wollte ich ja unbedingt auf 100% bringen. Warum hat der nur noch 50? Warum darf ich den nicht reparieren? War doch mit Rip. Dann ist das einer von Zombies gewesen. Der geht nur bis 50. Dann kann der in den Repariertschrank. Im Verkaufsschrank. Ja, deswegen. Dann ist das ein so Zombie-Apparello gewesen. Verkaufsschrank, Wein. Verkaufsschrank, reparierte Maske. Und Kopfbedeckungen. Die Hals, alles, was so wenig Platz braucht wie möglich. Ne? Kann man natürlich immer sich schön die Taschen mit vollstopfen. Was habe ich noch? Onkel Pong-Reis. Gut, der andere Kram ist eher Steffi privat, ne? Also das, was sie benutzen kann, will. Der war wirklich nicht viel wert, ne? Der Hut, tatsächlich nicht. Das, ja, jetzt wird es wieder kompliziert. Und das nehme ich mal mit. Man weiß ja nie. Knackwerkzeuge haben ist immer gut. Und hier, der Schrank ist relativ riesig, ne? Das ist ein bisschen blöd. Verliert man schnell die Orientierung drin. Dementsprechend werde ich noch einen Munitionsschrank bauen, nur für Munition. Und da kommen hier nur die Magazine rein. Na, hier ist so ein komplettes Paket. Das tue ich mal da drunter. Wie gesagt, das soll auf jeden Fall noch ein bisschen umorganisiert werden. Ich glaube, ich habe die Garage gar nicht zugemacht, ne? Macht ja nichts. Sind ja nur 1 Milliarde Geld drin. So, ich habe noch was im Motorrad, darf ich nicht vergessen. So. Reparieren. Definitiv dieses Teil. Dieses Teil können wir dann mit diesem hier reparieren auch. Waffenteile habe ich aber noch von der M9. Ne? Munition ist nicht zu reparieren, nicht zu verkaufen eigentlich. Ich tue die jetzt auch mal mit da rein. So, dann ist er da drin. Und der Basie, den darf ich reparieren, aber ich weiß nicht, wie viel der wert ist. Wenn ich repariere, tue ich meine ganzen Tools verpulvern. Deswegen kommt der erstmal hier nur erst rein.
Vielleicht der andere jetzt. Blindfischstimmen. Wo ist denn der andere jetzt hingekommen? 50er, hab ich gesagt, das ist ein. Achso, den hab ich schon im Verkaufsschrank getan, stimmt. Wird natürlich nicht viel wert sein. Mit 50 Einheiten. So, und die Reparierkits tun wir mal hier rein, damit ich nicht außersehen was repariere. Davon müssen wir mal richtig viele herstellen. Die haben ja 30 Einheiten, der 50. Das ist ja gar nicht so ein großer Unterschied. Ja, im 16 ist immer. Wir haben ja diese verschiedenen Munitionsarten, die man mitschleppt, ne? Verschiedene Waffen checkt man dann irgendwann gar nicht mehr, welche man schon hat und wo und wie und wann. Ich bin nur am Meckern heute, ne? Jammerlappen-Tim. Ah, hier. Ich glaube, das passt, ne? Natürlich, genau umgekehrt, so. M1. Seife, wir wollten uns ja waschen. Das kommt in einen anderen Schrank. Das kommt hier rein, ja doch. Bolzen. Onkel Ponkas können wir gleich essen. Wie gesagt, Knackwerkzeug behalte ich in der Tasche. Das will ich mitschleppen. Okay, dann sind wir hier seit so safe. Die muss ich leider mitnehmen. Boah, ist die kaputt, ey. Ja, im Reparierschrank eine bessere wahrscheinlich. So. Und dann auf. Oh, ich habe den Helm noch auf. Der gehört auch im Reparieren. Alles gehört im Reparierenschrank. Relativ guter Weg nach oben auch. Ach ja, ja. Kannst hier nicht durchfahren ohne den Zombie-Angriff. Da hilft ja alles nichts, ne? Boah, Mist. Verwinkelter Haufen Kack. So. Einmal da reingucken in den Laden. Vielleicht wäre noch keiner drin. Glaube ich eher nicht, aber. Wir sollen mal wegen Sprengzombies aufpassen, weil. Okay, die Leucht lasse ich da. Aber der wird hier natürlich sehr oft gelootet in der Safe Zone. Keine Frage. Ich höre wieder ein Pferd. Muss halt Glück haben, dass du gerade der bist, wo nachgespawnt ist. Das ist zum Beispiel eine Kasse. 16 Dollar, ja. Ein Haufen Geld. Taschenlampe. Vielleicht ist ja nichts wert, deswegen liegt hier noch. Handschuhe. Bisschen 9mm. Haben wir ein bisschen, ja, kann man auch immer gebrauchen, ne? 9mm Patrönchen. Aber das war mal hier Pustekuchen. Warum ist hier immer ein Pferd? Das ist kein Pferd. Das ist Ziege! Lass mir bloß eine Ruhe, Ziege. Ja, komm. Die Tiere sind so furchtlos hier, ne? Crossfahrerin. Nee, ich hab zugemacht. Ich war so schlau. Das Zombie, seh dich. Deswegen haben wir Machetos mit dabei. Komm ich durch den Gebüsch. Du kriegst es nicht so hin, oder was? Du bekommst es nicht hin. Sabbern. Ach gut, das ist Sabbern im Bad, dann sieht man das nicht so. So. Dann kriegen wir die Kiste leider nicht ins
Motorrädchen. Was wir jetzt mitnehmen, ist ja eigentlich Jacke wie Hose, ne? Hauptsache wir haben es mit. Oh nein, oh Gott. Ich vergesse mal, dass man bei Kleidung aufnehmen die Kleidung wechselt. Diese doofe Pistole, die habe ich aber echt oft, ne? Boah, ist das eine Logistik hier, also unter aller Kajüte. Ich habe locker eine Flinte mit rein hier. Noch eine Machete. Hose. Da muss er aufpassen. Jetzt hat sie wieder was angezogen. Handschuhe angezogen. Die Maske hat sie angezogen. Unterm Helm? Ganz böse, wütende Zombies. So. Ich wollte das Geld mitnehmen. Ich hatte noch ein Schloss. So, und der Rest ist dann eine Fahrt noch, würde ich sagen. Wo können wir mit dem Moped ja jetzt rein? Heldenhaft, ne? Also, heute denkt der Tim ja echt an alles. Jetzt habe ich einen weißen Pulli an. So. Schnell verstecken. Polizei kommt. Wo kommt der denn schon wieder her? Ich hab Machetos nicht in der Hand. Nervenvoll. Ich bin ja von den Viechern angezogen, ne? Aua. Ärgern die Zombies das Pferd? Also seit ich vom Augen gesprochen habe, findet man kein einziges Auge mehr, ne? Also ist echt interessant. So. Ja, große Sachen, ne? Passen. Das passt tatsächlich hier rein. Aber gerade eben, ne? Das nicht. Das wäre mir sogar sehr wichtig. Nicht alle Waffen kommen im Verkaufsschrank, ne? Ich brauche auch immer welche. Oh je. Das sind noch 100 Mal und her laufen, Leute. Einzelkleinigkeiten. Was haben wir denn hier im Rucksack drin? Den kann ich jetzt ja nicht. Bringt ja nichts. Nix. Der ist Gott sei Dank leer. Das Geld habe ich jetzt dabei. Es kann die auch aufbleiben so lange. Ich bin so mutig. Für mit 70% HP. Aber ist ja safe. Weiße Pulli und blaue Jeans sieht auch nicht schlecht aus. Unsere Zombie City hier. So, die Route durch den Busch. So. Verfolgt. Okay, der Reparierenschrank. Der muss gefüllt werden mit einem massig Zeugs. Flinte ist eigentlich relativ gut im Schuss gewesen, ne? Ja, ab wann will ich Sachen noch verkaufen, ist die Frage, ne? Aber reparieren hat ja nichts mit Verkaufen zu tun. Ja, Armbrüste und so vielleicht mal verkäufeln. So. Das ist Privatkram. Jetzt komme ich schon wieder durch. Jetzt mache ich schon wieder Mumpitz hier. Den Macheten. So eine brauchen wir natürlich selber. Und für Kleidung. Das ist aber eher so privat, würde ich sagen. Ja, die Spezialhose.
Die würde ich als Privatklage. Entschuldigung. bezeichnen. Ordnung ist das halbe Leben. Zum BH auf Ersatz. Warum habe ich denn so ein Jersey-Shirt? Warum lag das hier rum? Und Gummihandschuhe. Warum? Maske kommt im Verkaufen. Schuhe kommen im Verkaufen. Die sind super viel wert, auch wenn ich sie gerne selber trage. Den tauschen wir gleich aus. Ihre Outfits halt, ne? Steffis privaten Outfits. Klebstoff, hier so ein bisschen Tools, mein ganzes Money. Taschenlampe kommt im Reparieren. Munition, 9mm habe ich da auch schon. So ein bisschen. Bisschen ordentlich sein diesmal. Oh, Magazine. Das ist das erste Magazin, was ich lager, ne? Nicht schlecht, ey. Hatte ich nicht ganz viele? Achso, ja klar, das Moped ist ja noch voll. Nein. Auf dem Boden. Was sind wir denn hier? Einen M16, 1000 mal Neset. Alles Kleinkram, das ist gut. Das bleibt im Moped, das gehört da einfach hin. Warum das so hell ist, weiß ich nicht. Eine Treppe. Ah, ich will da drin nicht parken. Reparierset. Reparieren. Das ist Neset, das ist zum Reparieren. Neset. Flinte tue ich, doppelläufige tue ich hier mit rein. Waffen so nach unten. Ganz, ganz unten. Ach, guck mal, da war ich schon. Man kann ihn mehr drehen. So, drehen wir mal ein bisschen um. Reparierschrank, der ist nicht in. Nee. Wow. Du musst jetzt auch ganz schön Kuddelmuddel haben, der reparieren Schrank, ne? Eine M16. Doch, die Taschenlampe war noch da irgendwo. Die Brille, keine Ahnung, ob die wert ist. Magazine brauche ich selber. Genau wie Munition. So. Ja, ich komme so ein bisschen durcheinander gerade. Drei Schränke und schon bin ich, schon ist mein Konzept kaputt. Ja. Eine Kugel. Wo war die eine da? Leider sieht man auch immer noch nicht den Füllstand der Magazine hier. Das ist sehr schade. 38er Patron. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich brauche einen Patronenschrank und einen Magazinschrank. Genauso wie den Reparier- und Verkaufsschrank will ich das machen. Crafting-Kram. Aber die ganzen Nähsätze muss ich jetzt nicht mitschleppen. Hier so ein angefressenes nehme ich mit. So. Das Money packe ich ganz unten bei den Waffen. Damit es auch jeder weiß. 20.000. 30.000. 36.000. Immerhin. Viel ist es noch nicht. Das große Neset. So, Crimscrums, den man mit sich rumschleppen kann. Essen, Schraubendreher, perfekt. Läuft.
Nimm mal die Fäuste runter. Ich weiß, die Zombies schreien, aber es besteht gerade keine Gefahr. So, Moped ist leer. Was mit den Türen, ne? Dass man die Automatiktüren hat. Ja, mal außen rum. Habt ihr gewonnen? Bösen Zombies. So, ich glaube, da war jetzt nicht mehr wirklich viel. Das Gewehr. Scheiß Rucksack. Die Waffenteile. Eine M9. Ich kann nichts in der Hand halten. Das ist das Doofe. Ja gut, mit ein bisschen Logik hätte das funktioniert. Und ein leerer Rucksack, der bestimmt im Motorrad passt. So, das war's. Bis auf den Sprit. Passt echt rein, ey. Das ist aber echt ganz schön gut gepuzzelt, ne? Dreht sich in Gedanke noch einmal zum... Scheiße, wo soll ich das in den Kanister packen? Mann! Der ist wirklich riesig. Ach, ich finde 9. So. Hier habe ich jetzt echt nichts vergessen. Nichts Peinliches. Ganz unten, ganz oben. Hier ist leer. Hier ist mir hier bleiben mir wieder. Wieder Ärger von der Community. Vielleicht vergesse ich hier den Kanister nicht, dann fahren wir dann nochmal vorbei. Achso, ich habe was vergessen. Nicht als Admin. Achso, das habe ich jetzt im Moped gelegt. Ich dachte, hat mich jetzt abgeschlossen. Da ist wirklich nur so ein Gammelschloss drin gewesen. Hey, guck ich das an. Moppet. Nur so ein gammeliges Schloss. Geizige Händler, ne? Die kassieren Kohle ohne Ende. Und dann tun sie dir da so ein zerbeultes altes Gammelschloss einsetzen. Na immerhin, das ist ein Schloss, ne? Davon auch nicht vergessen. Hier ist echt Zombie City, aber vom Alleredelsten, ne? Treff wieder nicht. Aua. Jetzt bin ich sauer. Ich blute ein bisschen. Das wäre so ein Auge. Das tun wir in den Craften, also reparieren mit rein. Irgendwann haben wir genug Augen. Also 10 brauchen wir ja nur. Und der Rest ist auch nicht so teuer. IAO. Zeig mal, wir bluten wir denn ein bisschen. Nicht, dass ich was übersehe. Ich habe nichts, also ich werde dafür nicht den benutzen. Okay. Wir könnten schon beginnen mit den Reparieren. Ja, das wäre natürlich schön. Und mir fehlt da eh noch ganz schön viel Stuff für. Das kommt im Privat, das kommt im Privat. Das ist für die Garage dann. Jetzt habe ich die Machete geworfen. Wollte ich gar nicht. Ist sie weg. Wo ist sie hingeworfen?
Scheiße, aber eine Machete. Irgendwie hast du die ganz komisch geworfen, habt ihr gesehen? Scheiße. Jetzt habe ich keine Mini-Waffe im Augenblick. Gut, macht nichts. Ich wollte ja noch hier am Motorrad den Rucksack raus. Der ist ja leer, oder? Da war ja nichts drin. Ganz flache Packung. So, gutes Restmaterial, ne? Achso, ich habe einen Karabiner in der Hand. Auf dem Rücken. Vielleicht als Waffe gar nicht so dumm, auch mal was mitzunehmen. Ich habe aber echt wenig Moon. Dumme Papier weg. Sammeln wir einfach die Augen mal mit, wenn wir es schon haben, dann sammeln wir sie mit. Warum auch nett, ne? So, Tasche ist gut. Ein Gewehr auf dem Rücken. Sogar geladen. Zeig mal. Fünf von fünf, okay. Kein Schiffer bummeln. Gut, dann haben wir das schon mal halbwegs logistisch gelöst. Das Motorrad hat jetzt noch ein bisschen Repair-Zeugs drin. Hier haben wir, hier brauche ich wie viel? Alter. 31. Nein. Davon brauche ich halt so sau viel, ne? Ja, die faule Steffi, die kriege ich ja alles geliefert. Aber die kann ich nochmal zerlegen, ne? Oder ich glaube, man muss lange reinsetzen, oder? Ne, man kann kleine reinlegen. Das heißt also, ich würde total viel ver... Fuck. Verschenken, wenn ich jetzt große reinmache. Das ist, wenn man eben, wissen wir, entrepariert, Axt. Aber ich brauche wieder Machete. Das ist Nahkampfwaffe. Gibt es ja mehr Zombies als alles andere. Puh, das ist aber viel Arbeit. Aber ich will sie wann fertig haben. Aber rein technisch brauche ich gar keine Garage, ne? Kann ja gar keiner knacken, das Motorrad hier. Aber es können andere Dinge passieren, auf die ich nicht näher eingehe. Gott sei Dank dauert das nicht ganz so lange. Nee, ich muss aufpassen, sonst nimmst du die langen Stöcker. Ne? Das ist ja die Gefahr. Hast du wahrscheinlich jetzt auch schon wieder. Die Nuss. Aber das war Steffi schuld, nicht mein. Da kann ich nichts für. Wo geht man am besten auf Reparaturwerkzeugsuche? Keine Ahnung, wie viele hier schon liegen. Das hier Ausdauer? Ist das gut, ne? Ein paar kleine Stückchen noch zu memmeln. Das ist ja kein Problem. Bett hat sie auch noch nicht. Ja, habe ich auch schon wieder vergessen. Wie immer. Das ist echt ein Haufen, aber es sind keine über 60. Also warum braucht man denn so viel für eine Wand? Soll man das denn alleine schaffen? So mega übertrieben viel.
Sind immer noch welche da. Irre. Ah, 31 Bretter? Oh. 4 pro Stack müssen wir überlegen. Ob es nur Baumstümpfe sind, ne? Oder die Dinger ist eigentlich Jacke wie Hose, weil ich muss ja eh nochmal zerlegen drücken oder zerkleinern. Verliere schnell den Überblick. Zwölf Stück hatten wir nur? Na gut, ja, wir haben ja die hier. Wo sind wir unten am Arsch der Welt? Wie viel wenigstens eine Seite für die haben? Wahnsinn! Was für ein Material. Ja, was eine Schlacht! 4, 8, 12. So. Ja, ich wollte nur zeigen, dass ich zählen kann. Das kann ich schon. Oh, da bin ich am Flimmern. Mit dem Grün noch dazu jetzt hier. Sag mal, was der Monitor abstrahlt an Farbe, ne? Interessant. So. Mach ich mal Brunnenpunkte? Ich glaube, ich habe ein paar gemacht, ne? Aber nicht viele. Weil wir bauen ja, wir sind doch fleißig. Boah. Eine Wand, und das ist auch noch die schlechte. Aufrüsten wird jetzt... Oh, darf ich das abbrechen? Ja, darf man. Total übertriebene Kosten. Jetzt sind die Stöcker weg. Also total übertriebene Kosten. Aber ich habe eine Wand. Die Garage wird sich nach hier hin so ziehen, würde ich sagen. Puh, ich mache jetzt aber keine 5 Stunden Bauvideo. Das ist echt hardcore. Schau mal, ob ich mir mehr waschen darf. Ich glaube, das ging nicht, ne? Doch. Das glänzt hier so schön. Wo ist unser Cheat zu waschen und alles waschen? Das ralle ich nicht so ganz. Der Rest ist nicht so wichtig hier, die müssen mal repariert werden. Kann ich auch mal waschen. Boah, die müssen dreckig sein. Besten Zustand, unsere Steffi, im besten Zustand. So. Ich würde es ja gerne anzünden jetzt zum Trocknen. Das dauert jetzt, das ist immer nass. Deswegen wir da extra. Alter, der Reißer haut rein. Was die Verdauung betrifft. Boah. Ja, ist gut. Wir verdauen. Der gute alte Onkel Pong, ey. Der gute alte Onkel Pong. Wo bist du? Da, eine Einheit ist noch drin. Tschüss. Guter alter Onkel Pong. Die Lee. Gut, jetzt sind wir. Könnten wir eigentlich nochmal nach hier so ein bisschen abfarmen gehen, weil wir gerade in der Nähe sind und noch ein bisschen Zeit haben. Es wäre zu schade, so früh aufzuhören. Hier ist alles dicht. Wie gesagt, das logistische System sagt jetzt eigentlich, dass ich hier noch was verändern muss. Also das wird der
Schrank für Steffis Privatkram, wer alles fertig ist und den sie behalten will. Dann tun wir hier noch einen Schrank hin für Magazine und für Munition und einen Schrank für oder Kiste, was auch immer, für geladene Magazine. Ich glaube, das wäre eine gute Idee, ne? Damit man halt wirklich so ein System aufbauen kann auch. Ein paar Sticks noch liegen. Hätte ich auch geschickterweise. Oh nein, jetzt hänge ich hier fest. Wie kann man denn da festhängen? Was ist das denn? Oh nein, das kriegt doch nie wieder raus. Nichts. Kein Schritt vorwärts, kein rückwärts. Ah, blöde Scheiß. Ding, immer hängst du irgendwo fest. Was machst denn du jetzt schon wieder? Ich lasse jetzt erteilen. Was machst du? Darf ich nicht aufsitzen? Boah, ey. Wo willst du denn hin? Da ist doch irgendwo ein Zombie, ich höre ihn doch. Das rutscht sofort in diese Kuhle rein hier. Da ist aber auch irgendeine buggy Ecke, ne? Komm, manchmal ist da so ein Power. Stoß! Help! Fahren? Pickup, fahren, Pickup. Das ist irgendwas, was ich will. Wow! Boah, da muss ich irgendwas hinbauen, dass ich da nie reinfahren darf. Ein Stuhl oder ein Hocker oder so. Das fliegt mir gleich ins Meer oder so. Wartet ab. Das stellt sich so schief hin. Vielleicht müsste es klappen. Nein, nein, nein! Nur weg hier. Aus diesem, boah, Höllenschlund. Scheiße, alter Schwede. Dass das Zeit gekostet hat, ne? Weg. So, ja, wir müssen östlich. Wenn wir das machen, was wir gerade gesagt haben. Pferd. Das ist schon Baum. Fährt mal hoch. Boah, voll über das Gelände hier. So. Ah, eine schöne Hunter uns fertig machen. Mit Jagdvisier. Was? Steht da auch. Aber ich weiß ja jetzt schon, dass ich wieder mit einem leeren Rucksack nach Hause komme, weil ich ja eh nie was finde. Was ist das? Da hätte ich ein Jagdvisier drauf. Einfach so. Was du suchst 100 Jahre danach, baust dir so Maschendrahtzaun, Schießgewehre und da liegt einfach mal ein Jagdfernrohr drauf. Aber macht da ja auch Sinn, ne? Maschendrahtzaun. Das war bei TikTok gesehen. So, ich weiß, dass ich nicht. Was hier wieder. Ja. Erstmal einen kleinen Blick drauf werfen.
perfekter Ort, um einen Blick drauf zu werfen, oder? Ja, ist ein bisschen nass im Schlüpper bei ihr gerade. Ja, ist aber ein scheiß Blick drauf werfen. Gummihandschuhe und dieser Bogendämpfer. Die Hallen, die ich immer durchsuche, sind wo? Das Mech? Da, wo der Zug lang rollt, ne? Da hinter den Hallen, da. Also keine gute Sicht von hier. Der Jäger hat da. Was war das denn? Das war unfair. Aber ich habe keinen Damage gekriegt, ne? Steffi wird langsam so eine kleine Strategin. Das ist nicht das, was ich gemeint habe, aber wartet, das wird da hinten kommen. Ja, ich wollte erstmal ein bisschen gucken, aber der Zug ist sogar im Weg, ne? Das ist das Problem. Da war jetzt schon eine Halle offen, aber da gibt es ja auch offene Hallen. Ich mag die Stelle da sehr. Ich glaube, bin ich der einzige Mensch auf der Erde, der die mag. Na, ja, aber den Benzinkanister habe ich mal gut vergessen. So. Nicht diesem Race. So viel Stuff. So viel Zeugs, so viel Zeugs, so viel Zeugs. Sie haben es aber auch übertrieben, ne, mit dem Loot, muss man schon sagen. Von der Menge her. Öl, oh. Das müsste eigentlich jetzt rein technisch wertvoll sein. So. Scheißmasken. Ist auch ab heute, ab dem 1.4., oder? Keine Pflicht mehr. Aber in Geschäften noch, aber verstehe ich den ganzen Sinn und Zweck wieder nicht. Na, dann wären da nämlich nur Bolzenkartons mit. Also jetzt so einen einzelnen Bolzen. Ich stecke jetzt nicht auf 10 hoch. Wegen den Repairs jetzt meine ich das. Da hoffe ich einfach, dass wir welche so finden, aber. Wie gesagt, die verballern hier schnell das Inventar. Was hat denn? Salzkörner. Könnten wir essen, aber. Natriumhoher ist nicht gut. So. Immer, ich bin jetzt immer dabei, schon am Verkaufen, am Denken.
Dann nehmen wir mal alles mit. Okay, so Leuchtfackeln weiß ich nicht. Müssen wir mal ausgucken, was die kosten. Geil. Geile Sache. Ah, ist hier im 1911, ne? Die halt in Rot. Keine Ahnung, ob das was wert ist. Ich brauche auf jeden Fall jetzt keinen Rauch. So. AK. Mal, ich stopfe mir jetzt nicht die Taschen voll mit Magazin. Vor allem nicht mit dem hier. Das auf den Kopf. Das sieht doof aus. Immerhin. Kompass hatten wir auch nicht mehr in der Tasche. Oh. Kann man direkt logistisch vorgehen wieder. Dass das so einen Spaß macht. Boah, dauert das. Scheiße. 20 Schuss, die 30 steht da auf Magazin. 30 Kugeln passen da jetzt rein? Waren das nicht immer 20 nur? Verwirrung. Verwirrung. Echt eine Sekunde überlege ich, das die mitzunehmen, aber dann finde ich nur noch grüne, wenn ich die nicht mitnehme. Und ärgere mich dann immer wieder, dass ich den Stapel nicht weiter voll machen kann. 45er. Glaube ich, ist nicht wert. Und benutzt Katzen auch nicht so wirklich. Ein Rohr, ja, Klebstoff, schön. Ist immer geil, Klebstoff zu finden. Das hier ja so machen. 100 Hey, man denkt nur noch an Geld. Sollte man nicht an Liebe denken hier? Und der Gemeinschaft? Das ist über The Walking Dead. Okay, da gibt es auch immer Bösewichte, ne? Ja, ich habe soweit gedacht. Wartet. Sprengkapsel kann sie herrschen. Woraus? Welchen Ben abholen? Ich nehm's mal mit. Sprengkapsel, was brauchen die? Ich baue sie einfach. Für ein Ruhmpünktchen. Warum nicht? Ja, und Erfahrungen, die man halt macht, ne? Scheint, ist ja billig in der Herstellung. Nein, meine Repair, meine Sets. Fuck. Abbrechen. Ja, nicht aufgepasst. Das war mein Fehler, dumm. Ich will doch reparieren und nicht... Oh. Endlich. Eine gute Machete. Oh nein, die geht auch nur bis auf 50. Fuck. Aber den Hammer, den können wir auch nochmal 100 machen. Bam. Und den können wir in der nächsten Folge direkt mal zum Händler bringen. Die ersten Sachen, die bin ich schon ganz aufgeregt. Die wir dann repariert haben.
Lachen da. Ach, dieses Angelzeug, aber das brauche ich eigentlich auch, ich werde noch angeln. Ein Kürbis. Hui! Also die Waffe dazu. Seht ihr? Genau die finde ich dann immer. Ich sage, ach, hätte ich doch die 5 gerade mitgenommen. Sachen. Kein Platz. Für noch einen Quiver, ne? Schade. Hätte ich gerne. Aber ich jetzt auch nicht wüsste, wohin. Könnte noch irgendwas reparieren. Ach, hätten wir das Scope nehmen sollen. Wäre vielleicht schlauer gewesen. Und dann so ein bisschen umverteilen. Ich glaube, so groß ist der Quiver gar nicht. Machetos ist wieder im Weg. Sehr große Gefahr, sie so zu verlieren. Damit. Ich weiß, gleich werde ich mit dem Plattenfahren zur Strafe. Vierundvierziger. Boah, also ich muss mir echt mal meinen E-Mail-Postfach aufräumen. Ich kriege so viel Spam. Derzeit nimmt das echt überhand. Wo war ich denn schon dran und wo nicht, ey? Das ist echt schwer zu erkennen. Ich will nur ein bisschen Reichtum. Mehr nicht. Nichts, 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 nichts. Ein Sack. Steht auch eine Kiste, die kannst du gar nicht durchsuchen, die ist dahinter. Nee, brauche ich gar nicht. Ich glaube, ich bin schon wieder voll. Ich glaube, die Kompanden waren sehr viel wert. Bringt mir nichts. Ich kann ihn nicht mitnehmen. Ich kann ihn mitnehmen. Wo war er denn jetzt? Und auch mitfüllen. Ich glaube, wir haben tatsächlich noch Platz im Moped. Für den ganzen Rucksack. Immer schön abwechselnd hier, ne? Ah, Fußstift ein. So. Was ist das denn? Cornflakes. Ne, das ist eher Durst. Karotte. Ah, ich bin jetzt. Guck, wenn ich was sehe, was mich direkt umhaut, ja? Wie kann ich jetzt einfach so? Erfüllt sich dann. Cool. Wie so ein Einkaufstäschchen.
Ich wette, Motorradhelme sind gut. Im Verkauf. Problem ist halt, wenn sie nicht verkaufen können, weil sie uns für nichts geben mehr, die Händler, ne? Okay, ich brauche nicht 10.000 Rupers jetzt zum Nähen, ey. Warum findet man denn das jetzt so häufig? Wenn ich das mal suche, finde ich es nie. Ich habe gar nicht Moin geschrieben. Ich bin so schlecht. Jetzt antworte ich einfach noch mit Moin. Renn! Letzte Passage. Sehr schön. Bitte nur eine Platte, nicht wundern. Aloha. Kann man Batterien laden? Hier, fürs Angeln. Boah, Alter, man. 1000 Nachrichten kriege ich jetzt gerade. Ich weiß auch nicht warum. Meine Uhr ist die ganze Zeit am Brummen. Aber nur Müll, ne? Also Repair Sets passt doch mit Sicherheit noch da rein. Zeig mal. Kann ich in dir reingucken jetzt? Verbraucht so viel Platz. Und das finde ich was ganz Tolles. Ich weiß es jetzt schon. Ich ahne es. Ich habe Durst. Klebstoff. Na, komm mal mit. Eine Einheit nur. Kann ich nicht reparieren, weil es nämlich draußen liegt. Ich glaube, die soll richtig gut sein. Schaufel. Okay. Jetzt will ich irgendwie nach Hause. Weil das irgendwie so monoton wird. Oh, guck mal, was da liegt. 100%iges. Ein 100%iges. Wie geil ist das denn? Uah. Ach, Mann. Haben sie sich so blöd dahingestellt, die Kisten, dass man da bloß nicht rankommt, ne? Jetzt ist, glaube ich, alles voll. Was ich jetzt finde, kann ich nicht mehr mitnehmen. Süß, Pickerer auch. So. Polizei kommt hier, hat mich beim Stehlen erwischt. So, wie ich die Polizei, höre ich mittlerweile schon raus. So. Gut, wenn wir nichts finden. Sehr gut. Wow. Wow. Ich so klettern. Ich fahre jetzt nach Hause. Ich fahre jetzt nach Hause. Ist das genug? So. Nimm die Beine in die Hand, Mäuschen. Nein, hier finde ich nur Repair-Sets drin, die ich nicht mittragen kann. Mich den Ärger. Ich glaube, wir hatten echt noch keine Bauchtasche, ne? Nochmal so eine Pilotenmütze. Hat sich sogar gelohnt. Nein. Ach, wir sind ja eh nicht gedeckt. Ja, dann können wir ja mal anfangen zu reparieren, ne?
Geht das denn mehr als 50? Oder geht das nur noch bis 50 her, was man findet? 100, wow. Ganz repair set gebraucht. Ist danach. Aber ist egal. Sonst wärst du ja hier liegen geblieben. Oh, für so ein doofes Jagdziefernrohr. Ist hier dann ein Fähnchen da hinten, wa? Ein Fähnchen im Wind. Na, das war ein Blätter. Da haben wir gerade reingeguckt. Was? Also manche Bewegungen sind echt seltsam. Ölfilter, kann man Schalldämpfer rausmachen. Aber es gibt ja schon für alle Waffen Schalldämpfer. Warum soll ich denn einen bauen? Außer ich habe es nötig in dem Moment. Mal ist aus dem Waggon gefallen. Scherzendreck. Das ist besser als das, was wir haben. Für mich sehr schwer. Oh. Abbrechen. Boah, meinst du, was der da drin hat alles, ey? Ah, in die Hände nehmen. Dem das gehört. Soll rappelvoll sein. Der darf ständig lootet. Goldenes Schloss drin, ey. Boah, wo hab ich den geparkt? Ey, am Arsch der Welt. Warum? Die Flagge. Destroy. So, bitte passt da jetzt rein. Jawohl. Fahren. Auf nach Hause. Sogar mit Helm. Oh, 600 Ruhmpunkte. Warum? Was habe ich gemacht, dass ich einen Ruhmpunkt bekommen habe? Die Straße folgen. So grob. Ja, dann haben wir schon mal der erste Teilchen für eine Angel, ne? Ich hätte auch den Dings da mitnehmen können, den Schwimmer gerade, aber da findet man ja am laufenden Band so ein Zeugs. Und war trotzdem mutig am Looten, nicht nur am Bauen. Von allen etwas heute wieder. Neustart, ne? In 3 Minuten. Macht aber gar nichts, weil wir sind ja eigentlich schon. Boah, wie lange ging die Folge dann? Ach gut, über eine Stunde knapp. Ist viel zu lang für Videos, aber. Ihr wollt's ja nicht anders. So, wir sind auf jeden Fall wieder in der Safe Zone, in Kinnick Town. Da baut noch einer am Strand. Der Timmy macht's vor, andere macht's nach. Ne? So, und parken wir Motor noch woanders. Der alten Garage oder so hier. Power da noch ein Schloss rein. Ein gammeliges. Scheint ja kein zu gehören. Nur damit es keiner im Wasser schiebt, der Langeweile hat gerade, ne? Deswegen. Dann sage ich danke fürs Zusehen. Bis in der nächsten Folge. Bis dann.